Er ist Bannenfahrer beim ÖAMTC Bruck an der Mur. Und das mit Leidenschaft. Was aber die wenigsten wissen werden, er liebt schnelle Autos. Ja, ich bin der Holzer Dieter, bin Bannenfahrer in Bruck an der Mur seit 22 Jahren. Mein großes Hobby ist natürlich der Automobil-Bergrennsport, wie viele Leute natürlich in unserer Gegend schon wissen. Ich fahre Mitsubishi Evo 8. Der ist revidiert und betreut von der Firma Baumschlager Rally and Racing in Micheldorf, von unserem amtierenden Rally-Staatsmeister. Und ist am neuesten Stand gebracht worden vor sechs Jahren und vor heuer wieder um die Bergstaatsmeisterschaft und den steirischen Bergrally-Pokal. Ich bin seit 1992 im Bergrennsport vertreten, habe angefangen mit einem Opel Kadett und Opel Astra, habe da mehrmals im Bergrally-Pokal gewonnen in der 2 Liter Gruppe N-Klasse, habe dann einen Golf Kit Car gehabt, bin österreichische Bergmeisterschaft gefahren und mit diesem Mitsubishi Evo 8 bin ich 2010 Staatsmeister geworden und bin von 10 bis jetzt auf 14 sporadisch ein paar Rennen im Ausland gefahren und werde es auch heuer wieder machen. Für die österreichische Bergmeisterschaft haben wir leider nur mehr 3 Läufe in Österreich. Es sind 9 Läufe und wenn man die komplette Staatsmeisterschaft fahren will, muss man natürlich Einsätze in Kauf nehmen. Slowenien, Italien, Tschechien, Slowakei und in Deutschland in der Nähe von Mickhausen. Also es ist eine sehr weite Anreise und es ist nicht immer alles machbar mit dem Beruf gleichzeitig. Das Auto leistet ungefähr ohne Aerostrictor ungefähr 400 PS, hat 2 Liter Hubraum mit Turbolader, hat eine frei programmierbare Elektronik, sprich wir können jederzeit einen anderen Benzin und andere Sachen, wir können die Elektronik ändern, haben Allradantrieb mit aktiven Differentiale und ein unsynchronisiertes Renngetriebe mit 5 Gänge, wo es auf 215 km/h übersetzt ist. Was hast du 2015 vor? Anfangen tut es natürlich immer mit dem Bergrally-Pokal in der Südsteiermark in Lödersdorf. Ist gleich im März, am 22. März, glaube ich, wenn ich diesen Termin im Kopf habe, wäre das erste Rennen, das möchte ich heuer fahren. Dann kommt Kogelhof und Bödlerberg, das gehört zum steirischen Bergrally-Pokal. Und dann fängt natürlich immer der Rechberg an, immer Ende April, das letzte Aprilwochenende ist der erste Lauf für die österreichische und für die Europameisterschaft am Rechberg. Für heuer plane ich natürlich wieder, dass ich die starke Konkurrenz in der Europameisterschaft am Rechberg immer siegieren kann, das was mir in den letzten Jahren immer wieder gelungen ist. Also ich kann mit meinem Auto das, was nicht unbedingt mehr als ganzes Neueste ist, es gibt ein Evo 10 inzwischen schon wieder, also es bleibt natürlich die Technik nicht stehen. Aber wir revidieren das Auto immer wieder und sind am neuesten Stand und ich schaue immer, dass ich vorne an der Europameisterschaft immer wieder einen Anschluss habe. Das macht mich natürlich sehr frei, wenn ich da oft im Ausland ganz vorne am Spitz mitfahren kann. Hast du einen Lieblingsberg? Ein Lieblingsberg ist in Italien, in Verzetnitz. Den habe ich zweimal gewonnen und das ist ein schöner Berg, 6 Kilometer und sehr anspruchsvoll. Das ist eigentlich ein Lieblingsberg von mir, ja. Wir wünschen ihm alles Gute, unfallfreie Rennen und das Auto durchhält.